So, ich. Name wieder Consecro. Und Haus Zone 1. So, ich spawne. Woo! Wo bist So, du? bei mir ist noch Nacht. Ja, es wird aber langsam Tag. Ich stehe Ja. mit einer Fackel am Ufer. Hier steht schon eine Mordsfestung bei mir. Ich bin ein bisschen so inland gespawnt. Du bist da genau am Wasser oder was? Ja, ich bin an der Flussmündung. Ich komme mal in deine Richtung. Erstmal hallo, in dem neuen Gameplay zusammen mit Fulgor, der sich jetzt auch arg besorgt hat, mit dem ich jetzt zusammenspiele. Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, ich denke doch. Ich hoffe doch. Ja, sonst war ich ja mal ziemlich leise. Ja, ich habe dich auch im TS ein bisschen lauter gedreht. Und wir versuchen jetzt hier mal so ein bisschen was zusammen zu aufzubauen. Ist bei dir an Erstmal der muss ich uns finden. Flussmündung so eine richtig krasse. Ich glaube, ich sehe da hinten so eine richtig krasse Festung. Also Ja. so ungefähr 10 Stockwerke, kann das hinhauen? Ja, 10. Oder vielleicht ist sie auf dem Fels gebaut, ich weiß es nicht. Aber es ist ganz außen am Wasser, also dahinter kommt nur noch Meer und dann kommt nichts mehr. Und ein riesiger Dino drin, ne? Oh. Warte mal. Da oben ist ein riesiger Dino und da ist eine kleine Festung. Ist das so auf so einem Felsvorhang? Ja, Oder es kann vielleicht sein. unten? Mal. Dann gehen wir zu dem Eingangstor von dieser Festung da. Wo ist denn das überhaupt? Ist das im Wasser? Auf der Innenseite. Weil der Dino ist nicht aggressiv, sonst bin ich nämlich gleich. Obwohl, ich bin gleich sowieso tot, weil ich habe nämlich Alter, was Ruhe. für ein Mördervieh. Ich sehe hier keine Eingangstür. Ich sehe hier nur Bretterzaun. Das sieht aus wie eine Tür. Muss man aber schwimmen. Nee, dann ist es das nicht. Alter Falter. Ja, Enter PIN-Code. Nee, dann sind wir ein bisschen an der falschen Festung. Besser. Der Dino ist einfach in die Festung gelaufen, das finde ich ja super. Siehst du irgendwo den Fluss? Ja, ein Fluss, der hier inland reingeht, ja. Okay. Wenn du zum Meer guckst, bist du auf der rechten Flussseite oder auf der linken Flussseite? Auf der linken Flussseite. Ich bin auf der rechten Flussseite. Jetzt wird's Tag. Jetzt ist es richtig Tag geworden. Ja. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Dann gehen wir ganz vorne zur Mündung. Ist bei dir ein Flugsaurier hier gelandet vor der Küste? Moment, ich bin momentan vergleichsweise weit im Inland. Aber ernte auch mal Beeren und sowas. Nicht, dass wir jetzt hier drauf gehen, ne? Ja, ich sammle mal schnell die Büsche ab. Ach, wieder Level 0. Was? Level 0? Level 1? Naja. Übertreibt man nicht. Gefühlt Level 0. So. Ja, ist auch viel angenehmer als auf dem deutschen Com also auf dem deutschen Community-Server zu spielen. Oh, jetzt habe ich Versuchen wir den. jetzt einfach mal die Flussseite zu wechseln, okay? Ich hoffe, ich überlebe das. Und dann hoffe ich, dass du auf der anderen Seite von dem Fluss da bist. Sollte doch klappen. Wünsche mir Glück. Ja, das Problem ist, in diesen Flüssen sind gerne mal Piranhas. Ja, Die aber tun wenn du schnell echt genug weh. schwimmst. Aber ich sehe dich auch nicht laufen normalerweise. Kann ich übelst weit gucken. Ja, vielleicht werden die Spieler erst, wenn sie weiter in der Nähe sind, eigentlich. So, ich bin drüben. Finde ich auch lustig, dass die Karte noch nicht funktioniert, die Map. Aber guck mal, hier ist ja schon mal gleich was zu essen. Es regnet. Super. Kann das sein, dass du völlig falsch gespawnt bist? Also völlig woanders? Bin in das Haus von 1 gespawnt. Wie groß da die Spawnpunkte sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, die variieren schon ein bisschen. Hier was.
Oh, ich bin gleich noch ein Level ab. Ja, aber wie groß die Zone ist. Oh, den nehme ich auch noch mit. Nein, Hühner sind immer ganz praktisch. Zack, Level 3. Krass. Na gut, die ersten Level gehen ja auch immer schnell. So, schön wie du Ist das schon wieder bist. dunkel? So, ich bin jetzt vorne einer Flussmündung. Und ich Steht. sehe da. Nee, das ist keine Festung. Scheiße, das sind nur riesengroße Felsen. Dann bist du an einer anderen Komisch. Flussmündung. Okay. Anderer Orientierungspunkt, hast du bei dir so ein leuchtendes grünes Teil in der Nähe? Das so in den Himmel ragt. Das ist, glaube ich, relativ weit am Strand. Ich sehe da vorne rechts eins. Das sieht so aus, als ob das auf einer Insel ist oder so, aber das ist sehr weit weg. Rechts von mir ist sehr weit weg, über dem Meer schwebend so ein bisschen so ein riesen futuristisches Alien-Gebilde. Was? Da sehe ich gar nichts. Okay, was machen wir denn jetzt? Ach Mann. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Aber die Map scheint da aus meinem anderen Server zu übernommen zu haben. Ja, die Kommt Map mir so ist die vor. gleiche. Naja, auch du kannst die erkunden. Und dann deckt er die Karte auf. Und bei mir ist sie genauso erkundet wie bei dem anderen. Okay. Wie kann ich denn die Karte sehen? Vielleicht können wir uns Auf über die M. Karte orientieren. M. Okay, daraus werde ich jetzt nicht schlau. Ich sehe meinen eigenen Punkt nicht. Ich habe drei Ja. erkundete Gebiete. Das eine ist von dem, wo ich offline erkundet bin. Das oben rechts. Oder das. Naja, das unten müsste ja Süden sein. Bin so viel erkundet, dass ich da nicht so genau beschreiben kann, wo ich jetzt gerade bin, weil ich mich auch nicht selber sehe. Warum kann ich ja keine Pike lernen? Kann ich die wahrscheinlich schon machen, wa? Craftables? Ach ja, die kann man schon machen. Ich habe auch drei Gebiete bei mir auf der Karte. Also nee, eigentlich zwei, ein großes und ein kleineres. Gefragt, ob es eine lokale Save-Datei irgendwie gibt, die man übertragen kann auf einen anderen Server, also dass man die irgendwie umschreiben kann oder so. Das glaube ich ja nicht. Ohne dir da die Hoffnung nehmen zu wollen. Weil das wäre ziemlich einfach, weil sonst kannst du nämlich einen lokalen Server aufsetzen oder einen eigenen Server hosten. Die Ressourcen kannst du da modifizieren. Und die Schwierigkeit, und dann setzt du die Schwierigkeit ganz weit runter, die Ressourcen unglaublich weit hoch, spielst 2 Stunden, das Level 50. Und dann schreibst du das Ganze auf den offiziellen Server um und steigst da ganz bequem ein. Ja, so weit habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, so wie du. Lass mal lieber versuchen, dass wir uns irgendwo finden. Ach, wenn Ja, dieser das blöde wäre. Anhaltspunkt ist natürlich. Bei mir regnet es jetzt. Ja, genau. Das kann ich bestätigen. Du kannst da Also, ich einfach sehe einen weiter. so einen grünen Punkt, aber der ist ganz weit weg und der sieht so ein bisschen so aus, als ob der draußen auf einer Insel ist. Aber ich könnte da hingehen, also das. Na, bei mir ist er auch ziemlich weit weg. Also, von mir ist er rechts. Ja, von mir ist er auch rechts. Dann Okay. lauf. Und in der Nähe von diesem grünen Ding müsste so ein schwebendes Alien-Gebäude sein. Ich kann einfach mal drauf zulaufen. Ne, das müsstest du ja sehen. Das ragt ja 500 Meter in den Himmel hoch. Also das ist einer von diesen Türmen. Ach, dieser Turm. Der grün leuchtet, oder was? Ne, der mit so einer Raute. Der hat so eine leuchtende Raute oben dran. Ja, und die hat aber auch eine Farbe. Ja, Normal. grün, glaube ich. Ja.
Der ist bei mir gar nicht so weit weg. Okay. Ja, warte mal, dann packe ich mal ganz kurz hier mein Essen ein und mach mich auf den Weg. Muss ich wieder mal mein Fluss schwimmen, na toll. Ich fände es immer lustig, dass man erstmal einen Baum boxen muss, um ein Stück Holz zu kriegen. Damit man sich was craften kann. Und ich krieg natürlich nur Holzfasern oder was das sind. Ah, jetzt einmal Wood. Craften. Aber das mit den Piranhas ist auch eigentlich ganz, ganz, ganz witzig, weil wenn du in das Wasser gehst, die dich entdecken, dann schwimmen die ja geradewegs auf dich zu. Und wenn du dann aus dem Wasser rausgehst im richtigen Moment, dann schwimmen sie so ein bisschen aufs Land und du kannst von oben die ganz bequem abschlachten. Und ohne dass sie dir was tun, bestenfalls einmal zubeißen. Ja, es funktioniert auch immer sehr gut bei Dinosauriern. Die stecken dann den Kopf durch dein Haus und dann kannst du den schon auf den Kopf hauen. Es wird neblig. Seit wann gibt es denn Nebel in dem Spiel? Aber gut, ich habe ja vorhin nicht so viel gespielt. Ich laufe einfach mal auf das grüne Alien-Ding zu. Jo. Ah, scheiße, da ist ein Rad. Was ist das da für ein Vieh? Oh. Das ist ein Dinosaurier mit viel Fleisch. Ein Riesenvieh? Weil ich stehe gerade unter ihm. Ist von Level 1 Dingern. Nur weglaufen, aber ziemlich schnell sind. Achso. Die sind ganz leicht zu erledigen, die bringen ziemlich viel Fleisch und wenn ich das einmal gebraten habe, dann Verkommt es irgendwann. Ping ist aber ungefähr genauso wie auf dem offiziellen, also ich habe auch so um die 100 immer. Ich hätte gerade einen Dino angekackt. Warum hat mich ein Dino angekackt oder war ich das? Ich war das. Zu wenig Kacke für ein Dino. Liegt da hinten. Da hinten liegt ein toter Hai, glaube ich. In der einen Festung drin am Wasser. Okay. Hier ist gerade so ein, keine Ahnung, welche Farbe das hat, aber so ein Teil gespawnt, wo du Inventar raussammeln kannst. Das sind diese komischen Lichter, die in die, die in den Himmel scheinen, die keine Raute in der Mitte haben, also kein so ein Alien-Teil. Da stehe ich eigentlich praktisch genau da drunter auf dem Felsen. Ist das gespawnt und ich stehe unten am Felsen. Okay, Moment, Moment, Moment. Mein Dino hat hier gerade ab. Was? Fährt irgendwie durch die Luft. Spatzen muss ich hier. Muss auch mal essen hier. Problem habe ich nämlich auch. Aber ja, ich habe schon mal ganz gut hier und sowas gesammelt, was ich dann am Ende fürs Bett brauche. Ah. Wenn wir dann unsere Betten irgendwann nebeneinander gestellt haben, dann haben wir ja auch nie wieder Probleme. Dann können wir auch mal sterben. Aber wenn wir uns einmal gefunden haben, dann kennen wir ja wenigstens die Umgebung schon wieder so weit. Aber dafür müssen wir uns erstmal finden. Ich laufe einfach mal da auf das leuchtende Ding zu, So. aber ich glaube, ich bin noch nicht Level up genug, um das Ding zu öffnen. Sind aber scheiße weit weg, die Dinger.
Und hier oben ist auch eine Hütte. Und ich wette, ich habe. Ah, ich sehe jetzt hier Oh, hier einen ist einer. gemounteten T-Rex. Hast du Gemountet? einen gemounteten T-Rex gesehen? Oh, Der rennst du? hat Hier rennt einer rum. einen Sattel und sowas. Rudi, Level 55, der hat hier drei gemountete Viecher. Oh, Level 3 Tor open, das könnte sie sogar aufmachen, aber. Also du, ich nicht. Ja, wo bist du? Ich hab mich fast totgeritten. Ich bin, das ist Lila, glaube ich. Aber es leckt genauso wie auf dem offiziellen. Oh, jetzt habe ich hier so eine riesen Festung am Wasser gefunden, mit so ganz vielen Stacheln drumherum. Stacheln? Stacheln hatte meine nicht, die ich gesehen habe. Lauf mal auf dieses lila Ding zu, so lange wie es noch ist. Guck dich mal um, das Was muss für ein irgendwo lila auf einem. Ding? Ich sehe kein lila Ding. Da ist so ein. Müsste so ein lila Lichtstrahl in den Himmel hochragen. Irgendwo an der Küste, auf einem Felsen, Sehe das. ein. Ich. Aber hier sind übelst viele gemountete Dinos. Aber ich sehe leider keinen lila Lichtstrahl. Hier ist noch eine Festung. Ah, hier ist eine Festung mit so einem Tor am Wasser. Ja, genau, da war ich vorhin. Dann gehen wir da wieder zurück. Dann war ich nämlich eine Flussmündung rechts. Dann bin ich von hier Alter gekommen, glaube Falter. ich. Boah, jetzt gehen aber meine FPS in den Keller. Soll ich zu der Festung kommen? Ja, oder sag mir, wo du von der Festung hingelaufen bist. Na, einfach gerade rüber auf die andere Seite. Nach rechts oder nach links? Nach rechts. Okay, ja, dann laufe ich dir jetzt hinterher. Ich Warte, muss ich aber muss hier sowieso mal ins was. Wasser was trinken. Ich komme dir mal entgegen. Bevor ich hier verdurste. Oh ja, die Ohnmacht ist schon nah. Das ist schon mal geil. Eigentlich müsstest du mich jetzt schon sehen können. Alter, Ich das ist. schwimme draußen um die Festung rum und ich hoffe, dass ich kein Piranha hier finde. Nee, aber hier ist ein riesiger Hai im Wasser, glaube ich. Oh, das ist gut. Ich bin hinter der Festung. Okay, ich komme rüber. Holy shit, was ist das? So, okay. Ich bin jetzt vor dem gigantischen Eisentor, was auf dem Land steht. Eisentor? Habe da kein Eisentor Ah. gesehen. Nein! Die Festung hat aber ein Wassertor. Ja, ein Holzwassertor, ne? Sagt man. Ja. Und dahinter ist noch ein Landteil. So, ich bin jetzt rechts von der Festung. Ich laufe jetzt die Küste hoch. Jawohl, nee, das ist ein Eisenwassertor auch. Oh, nee. Aber rechts von mir und jetzt kommt das auch näher an. Da sehe ich dann so einen grünen Lichtstrahl. Oh, und hier ist ein Rucksack. Irgendwie niemandem gehören zu Ich bin scheinen. jetzt an der Da gucke ich Festung. doch mal rein. Nein, ich auch. Also ich komme jetzt von außen, vom Meer auf die Festung zu und die Festung ist jetzt rechts von mir. Ich sehe dich nicht. Hier ist niemand. Okay. Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, ich hätte deine Festung gefunden gehabt. Okay, ich renne mal weiter nach rechts. Da ist auf dem Hügel ist halt so Also, ein lila Lichtstrahl. Den müsstest du eigentlich von der ich Festung sehe nur so aus. einen türkisen Lichtstrahl. Ich weiß nicht, ob der Das lila bei mir im Türkis. Inland ist der türkis und rechts, links außen gibt es auch noch einen. Na, der ist halt am Strand praktisch auf einem, auf einer Erhöhung, auf Im einem. Inland oder an der Küste? An der Küste, an der Küste. Okay, da muss ich ja nochmal die Küste hochlaufen. Ich bin jetzt nämlich relativ weit ins Inland reingekommen. Also die Küstenlinie, die geht jetzt nicht viel weiter.